Ja. Da können wir natürlich nur mit den Roten arbeiten. So, das sollte ausreichen. Wir warten noch schnell, bis das Feuer weg ist. Und dann hier versklaven wir erstmal die Ladies hier. So, Nummer 1 und Nummer 2. Knie nieder. Und, naja, komm nicht. Oh, jetzt habe ich ihn getötet. Das wollte ich natürlich nicht. Nee, ist ja auch wurscht. Nehmen wir halt den hier. Dann müssen wir natürlich wieder aufpassen. Oh. Okay, der ist auch gestorben. Hier liegen natürlich noch ein paar Sachen rum. Die will ich natürlich gerne haben. Oh, 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 nein, 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 nein. Ah. So. Ich würde da gerne ein, zwei Fragen drauf schicken. So, jetzt ist natürlich die Frage, ach, wir versklaven ihn nicht einfach mehr. Oh. Oh, sieh mal einer an. Und da, das letzte auch noch. So, sehr schön. Kommen wir zu den nächsten. So. Ihr seid das Beste mit Wintergeschenk aller Zeiten, Meister. Ja, ich weiß, aber du bist jetzt doch wieder gestorben. Kann man nichts machen. Ist auch egal. Ist nicht mein Problem. So, wieder ein bisschen Leben. Schauen wir mal. Du hast mir den Mitwinterabend verdorben. Ja, du mir damals sehen, auch. Was unser Kaiser Solarius dazu sagen wird. Naja, du bist schlecht und hast es nicht drauf. Solarius, mein Bruder. Wo ja, kommst der ist du dünn. Denn plötzlich her? Kaiser Solarius ist sehr besorgt, Bruder. Ja, weil du den Raubzug bist. Eines magischen Barbaren in Nordberg nicht verhindert hast. Ja, weil er fett ist. Die Situation ist unter Kontrolle, Marius. Ja, meine gleich. Männer werden sich darum kümmern. Naja, oder das du könntest will ich einfach aber alles auch plattwalzen. Du solltest dich hier als Statthalter beweisen. Kann er aber nicht. Und zeigen, dass ein Rückgrat unter dem Speck ist. Das ist keins. Er ist durch und durch aus Speck. Richtig. Wer ist das? Ernsthaft, wer ist das? Ist das vielleicht Komm schon, kleine Meister. Mädchen? Zeigen wir Nordberg, dass eine neue Art des Bösen Einzug in die Stadt gehalten hat. Haben wir nur einen? Zerstört die Statue dieses Prahlhanses und zeigt den Bauern, was es heißt, ein Overlord zu sein. Okay, versklaven. So. Warum können die eigentlich wegrennen? So, den auch noch. Oh, ich glaube, ja, nee, es hat nicht ausgereicht, das mal. Ne? Gut, zerstören wir erstmal hier dieses Dingens wieder. Wow, 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 jetzt fällt mir alles auf den Kopf. Findest du das Ding beeindruckend? Ja, die Statue ist sehr beeindruckend. Nee. Früher habe ich auch einmal Eindruck gemacht. Wirklich? Ernsthaft? Na so, jetzt ist es unten natürlich offen. Nehme ich an. Mana ist aber wirklich komplett leer. Schauen wir mal, gibt es hier irgendwie so einen Mana-Potion oder sonst was? Scheint nicht so. Schade. Sehr schade. So, hier ist wieder so eine Untertanin von mir. Ja, die folgt mir auch jetzt. Sehr schön. Ah, ein Mana-Potion. Ihr macht mir keine Angst, meine Freunde. Also, das ist jämmerlich. Wirklich sehr, sehr jämmerlich. Also wirklich. Das ist,
So, diese hier, diese feine Dame, die werden wir auch versklaven. Ich meine, was gibt's Besseres? In eurem dunklen Werk. Genau, was gibt's Besseres als Frauen an der Front? Als Kanonenfutter? Ja, Fraps zickt wieder ein wenig rum. Aber das sollte sich gleich widerlegen. Nö, tue ich auch nicht. So. Es legt sich natürlich nicht, es wird schlimmer. Aber egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich zumindest. Man sollte vielleicht nicht hoffen. Und ich merke gerade, ich habe mich in Skype nicht auf beschäftigt gestellt. Das war vielleicht ein Fehler. Ja. Der Kaiser wird darüber nicht glücklich sein. Tötet ihn! Tötet ihn! Es ist bald Zeit für mein Mittagsbad. Schalte ich das eben schnell mal aus. Einen Moment. Ehrlich, Boreus. So, das ist ausgestellt und... Ich dachte, du könntest wenigstens eine kleine Stadt unter Kontrolle halten. Das ist meine Stadt und ich dulde hier keine Dämonen. Schön, was willst du tun? So, gut, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir, wo wir lang müssen. So, wir gehen dann natürlich weg. Okay. Vorne ist noch... Ah, da hinten können wir jemanden versklaven und da auf dem Platz auch. Sehr schön. Wieder sind die Frauen dran. Das will ich auch hoffen. Gläubige! Arbeite unermüdlich für euch. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Schade. Das wollte ich natürlich nicht. Ich will die ja alle nur versklaven. Ja, genau. Meister! Auch. Ich beschütze euch. Das er ist will ich hinter hoffen. Mir her. Wer? Ich? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, wir müssen aber mal schauen, wo es jetzt lang geht. Oh, oh, da ist Alkohol. Alkohol für die kleinen Schergen. So, erstmal ein bisschen beschwipsen lassen. So, jetzt. Geht es doch schon viel besser voran. So, ich glaube, wir müssen hier lang oder sonst wo. Oder müssen wir da hoch? Ich gehe mal da hoch. Oh, da unten. Ich glaube, die kotzen schon ein Weilchen. Nee, hier oben müssen wir nicht hin. Da vorne ist er. Das heißt, wir müssen da lang. Gut. Schauen wir mal, was da so gibt. Er wird mich töten. Nein, werde ich nicht. Oh, er ist hinter mir her. Nein, ich fahre vor dir. So. Dann müssen wir hier jetzt hoch. So, den Festgabe ich jetzt auch nochmal. Ah, dann läuft er weg. Dann eben nicht. Früher oder später werde ich dich sowieso kriegen. So, und jetzt müssten wir irgendwie da hinkommen. Geht es vielleicht... Oh Gott. Eine Ballista. Wow. So, wir müssen aber erstmal die Balliste hier ausschalten. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. So, aber wir schicken einfach die Roten vor und dann sollte das funktionieren. Ja, siehst du doch. Für den Overlord! So, die machen wir jetzt einfach so. Bruder, du hast mich doch hierher geschickt, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du meinst, Boreus. So. Du warst das, weil du wusstest, dass Solarius mich lieber mochte. Fetter Idiot. Kein Wunder, dass Mama davonlief. Lass Mama aus dem Spiel. Mir reicht's. Ich rede nicht mehr mit dir. Gut. Gut. Muss ich den töten, oder was? Ach, er wird mich töten! Ja, werde ich auch. Warum auch nicht? So, was haben wir denn da? Jawoll!
direkt in die Fresse. Du bist zurück. Hol mich hier raus, bevor ich ihn wieder schrubben muss. Was zur Hölle? Für den Overlord! So, wir fahren runter. Ganz, ganz langsam natürlich. Damit schön dramatisch wirkt. Für den Overlord! Ja, für den Overlord! Okay, wir sind jetzt unten. Der Kaiser missbilligt doch Magie. Das sah ziemlich magisch aus. Klasse, jetzt komme ich hier aber gar nicht mehr durch. Bring mich hier raus, Sklavin! Und zwar sofort! Auf keinen Fall! Ihr widert mich an, Fettwanz! Bäh! Was beabsichtigt ihr mit diesem Speckknödel zu tun? Ja, ich würde ihn gerne versklaven. Okay, ich habe ihn getötet. Auch okay. Boah. Wow. Das sind eine Menge Schergen. So, jetzt komme ich da aber gar nicht durch, ne? Oder wie? So. Besetzt die Stadthalle von Nordberg. Das kostet mich 50 Schergen. Das mache ich natürlich. Möchten Sie dieses Objekt wirklich kaufen? Natürlich. Ich würde zu gern Länder sehen, die nicht zugeschneit sind. Wie wäre es, wenn wir uns wieder ein wenig näher kämen? Natürlich, warum nicht? Perfekt. Ob wir seine Schuhe stehlen können? Natürlich, mach ruhig. Ich wurde in der guten alten Zeit mal von einer großen Statue erschlagen. Natürlich nicht richtig erschlagen. What the fuck? Meine Fresse. Wenn du erschlagen wirst, dann bist du tot. Ansonsten hast du nur auf den Kopf bekommen oder sowas. Nur Boreas. Ja, der wurde auch nur halb. Getötet habe ich ihn ja dann. Und wieder ein Ladebildschirm. Tja. Es ist gut, gemein zu sein. Aber es ist noch viel besser, böse zu sein. Böse. 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 So, da geht es weiter. Endlich habt ihr einen dunklen Turm, der eurer würdig ist. Ja. Hier lebst du also? Schon besser als Nordberg. Immerhin ist es schon mal warm. Aber das Ding ist seltsam. Was ist das? Eine Art Walnuss mit Ohren? Was zur Hölle? Zeigt doch eurer neuen Mätresse mal die Privatgemächer. Natürlich, muss ich nur ein bisschen aufräumen. Sehe ich, wo meine Felle und Jagdtrophäen hinkommen? Ich warte oben auf dich, Zauberer. Okay. Mein Rat bezüglich der Frauen macht sie einfach glücklich. Okay. Kauft ihr doch mit einem Teil eures Goldes für ihre Privatgemächer hübschen Tand. Frauen mögen den Tand. Okay, werde ich machen. Gut. Außerdem, wer will nach einem harten Tag des Tötens noch eine wütende Mätresse? Jawohl. Super. So, was passiert? Feenverfolger! Ein Feenwesen schlug er tot. Ich frag mich, wie die fliegen. Sie sind so fett und kugelrund, dass sich die Balken biegen. Okay. Retter der Roten! Die Feuerteufel sind zurück! Die Fresse, Mann! Nun seid gewarnt, Gott, ihr Feen. Knödel, also wirklich. Euch in Brand. Ihr werdet muss es das schon sein? Sehen. So. Wir gehen nach oben in die Privatgemächer und schauen mal, was uns dort jetzt erwartet. Oh, die Putzkolonne. Hallo, kleiner Zauberer. Sieh dir mal an, was ich hier alles getan habe. Sehr schön. Meine kleinen Freunde arbeiten für mich. Sie sind stark und können gleichzeitig denken und Dinge bewegen. Sie sind den meisten Nordbergern also deutlich überlegen. Die kleinen Dinger. Dieser Ort passt jetzt etwas besser zu dir. Schließlich ist dies das Zuhause eines dunklen, bösen Overlords und nicht eines Höhlentrolls. Es genau. Gibt aber noch viel zu tun. Ich habe mir schon einiges ausgedacht, aber dafür musst du ein wenig in die Taschen greifen. Na, ein klar. Bett wäre ein guter Anfang, damit ich mich ein wenig entspannen könnte. Oh. Du schnarchst doch nicht, oder?
Nur entspannen, also. So, wie kann ich hier denn was kaufen? Muss ich zu der gehen? Nee. Irgendwie nicht. Okay. Ich auch nicht. Ich sage nichts. Okay. Ah, da vorne ist doch was. Irgendein roter Punkt. Ah nee, da muss ich doch außenrum. So, dann gehen wir da hin. Und mal schauen, was wir dann machen können. Drückt Leertaste, um euren dunklen Turm weiterzuentwickeln. Das dürfte doch sein. Ja, hier. Das ist hübsch. Ja, das ist wirklich. Ja, kaufen wir das. Billig. Gute Wahl. Und die Flaggen auch. Ja. So etwas bekommt man in Nordberg nicht. So. So, jetzt haben wir hier schon einige Kerze. Und ja. Sieht doch schon recht gemütlich aus. So, wo sind die Flaggen? Wurden die Flaggen ausgetauscht? Ich habe